Diese Kugel wird durch ihre Gewichtskraft G senkrecht nach unten gezogen. Aber woher kommt dann die Kraft, die diese Kugel parallel zur schiefen Ebene bewegt? Um das herauszufinden, zerlegen wir diese Kraft G zuerst einmal als Summe von dieser Kraft T und von dieser Kraft N. Die Kugel drückt mit dieser Kraft N auf die schiefe Ebene. Aber diese Ebene beugt sich nicht, sondern nach dem dritten Gesetz von Isaac Newton, Aktion, Reaktion, reagiert die Ebene und drückt die Kugel zurück mit einer Reaktionskraft, die genauso groß ist wie diese Kraft N, aber genau entgegengesetzt. Insgesamt haben wir also zwei Kräfte, die auf die Kugel wirken, ihre Gewichtskraft und diese Reaktionskraft. Die resultierende dieser beiden Kräfte G und R, das ist diese Kraft T. Also, da T die resultierende von G und R ist, ist das die resultierende Kraft, die auf diese Kugel wirkt. Und deshalb bewegt die Kugel sich parallel zu der schiefen Ebene. Und die Aufgabe ist schon beendet.